So, liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Icarus. Gerade eben noch den neuen Patch installiert, der Folgendes bringt. Teppiche. Also wer an Dekorationen interessiert ist, der wird damit glücklich sein. Sechs Teppiche sind es insgesamt, die man sich dann halt so aus Tierfell auf den Boden legen kann. Und eine Neuerung, die ich sehr begrüße, wenn man jetzt eine Mission auswählt in diesem Hauptmenü, dann steht daneben, welche Form von Technologie man benötigt, um das erledigen zu können, was ich mir gewünscht habe, sowas in der Art. Deshalb sehr schön, freue ich mich. Darüber kann ich gar nicht klagen. Wir haben das hier, Platinblöcke. Nehmen wir mal so. Das hätten wir. Und hier wird dann daraus... Ach ja, genau. Mhm. Die Fasern, da haben wir ja schon ordentlich welche produziert. Super, das läuft. Ja, die sind jetzt natürlich mit dem kompletten Team, nehme ich mal an, auf New Frontiers eingestellt und fokussiert und wollen da das bestmögliche Produkt rausbringen. Deshalb verstehe ich, dass jetzt die Updates in den 3 Wochen davor halt Teppiche sind oder irgendwas, was darauf hinführt, dass da New Frontiers irgendwie dann nochmal so ein Element bekommt, was neu hinzugefügt wird. Aber das musst du ja dann irgendwie ins Gesamtkonzept einbauen. Also von daher verstehe ich schon. Ich bin da immer so ein bisschen, naja, ein paar Teppiche, aber ganz im Ernst, die sind kostenlos. Ich glaube, das, was man im Decorations Pack zahlen muss für 5,90 Euro oder so, ist irgendwie gefühlt weniger. Da sind ein paar Lampen mit schönem Licht und so und irgendwelche Bilder. Aber wenn man das jetzt mal in Relation setzt, ey, vielen Dank für die Teppiche, wirklich. Vielleicht werde ich da, und ziemlich sicher sogar, sobald das New Frontiers kommt und man auf einer Map bleibt und da seine Base riesig bauen kann, weil man von da alle Missionen angeht und nichts verloren geht, na klar lege ich da auch mal einen Teppich hin, Leute. Ist ja wohl völlig logisch. So. So, genau. Lass das mal kurz arbeiten. Das ist schon okay. Wir haben hier... Gib mir die mal, dann reparieren wir hier mal ein bisschen was. Das kann ich leider nicht reparieren, das sollte aber auch so passen. Das ist Eisen, das kriegen wir hin. Und hierfür brauchen wir Stahl ebenfalls hier. Dann machen wir das so, das kommt zurück. Stahl. So. Schrotflintenmunition, das ist der nächste Punkt. So, mit das hier noch fertig. Schießpulver, Epoxid, Kupfernagel, Patronenhülsen muss ich bauen. Warte mal, das sind doch aber nicht die normalen. Schrotmunition, Schrotflintenmunition. Auch dafür brauche ich Platinblech. Das ist gut zu wissen. So machen wir das. Und dann besorgen wir uns ein bisschen Eisen und stellen ein paar Patronenhülsen her. Das müsste hier gleich fertig sein. Das ist schon fertig. Also wir brauchen etwas... Nee, ist noch nicht fertig. Für die Hände, Arme, Füße, klein aber, und Beine. Das dauert nur eine Sekunde. Okay. Beine. Und Füße. Jetzt ist natürlich die Überlegung, weil Spacelab Commander hat geschrieben, nur alles aus einer Kleidungskollektion quasi gibt mir nochmal den extra Boost, wenn ich dann alles davon anhabe. Das heißt, wenn ich jetzt hier das ergänze mit diesem Platin-Rüstungszeug, dann bekomme ich keinen Boost. Es muss alles einheitlich sein. Aber 30 Kälte und Hitzewiderstand ist halt schon ordentlich. Ich glaube, ich kombiniere das jetzt einfach so, wie ich es habe. Ich hoffe, mir läuft kein Stylist über den Weg.
und sagt, dass man die Farben nicht kombinieren soll, aber weil ich meine, Kälte, ja, ich denke, das sollte schon okay sein. So, wir braten ein bisschen was. Hau das mal ruhig da rein. Was haben wir denn hier sonst noch? Genau das hier ist es. Und dafür brauche ich die Schrotmunition. Dafür noch ein paar Kupfernägel. Kupfer und Nägel. Keine Ahnung, wie nützlich diese Schrotflinte hier ist. Das variiert ja so von Spiel zu Spiel, habe ich den Eindruck. Bei manchen Spielen muss man wirklich 2 Meter vorm Feind stehen, damit das richtig reinhaut. Bei anderen kannst du 50 Meter entfernt stehen und das trifft trotzdem noch. Da ich das hier nicht kenne, muss ich es ausprobieren. Das ist das hier und hier fehlt jetzt noch Schießpulver. Ich glaube, nee, 5 Schießpulver. Wir können das schon mal herstellen. Brauche ich ein bisschen Schwefel. Haben wir da noch Kohle da? Es ist noch Kohle da. Ah ja, jede Menge. So, das ist das. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schlafen einmal. Oh, es ist schon 4.51 Uhr. Das ist ja ungeheuerlich. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass das Feuer hier so übergreift. Aber das ist so nicht, ne? Einfach die schlimmste Idee, die es gibt, hier so ein Feuer zu machen. So, wir brauchen ein bisschen Schwefel. Dann Schießpulver, daraus dann die Schrotpatronen und dann muss ich, glaube ich, sowieso... Ach, warte mal, das andere Gewehr muss ich auch noch machen. 58, ja. Ich schätze fast, das wird nicht reichen. Aber holen wir erstmal Schwefel, eins nach dem anderen. Oh, 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 oh. Warte mal, der hat mich noch nicht gesehen. So. Genau, die Titanblöcke fürs andere Gewehr werden ja die ganze Zeit produziert. Der braucht ja einen Titanblock eine Minute knapp oder 45 Sekunden. Da haben wir ein bisschen Schwefel, das heißt, das kann ruhig im Hintergrund ein bisschen arbeiten. Vielleicht ist es auch schon durch. Was ist da? Das könnte sogar eine Höhle sein da hinten. Bin echt am Überlegen, einfach mal das Fernglas zu bauen, um mich selbst davon zu überzeugen, wie das so funktioniert. Kann mir aber auch vorstellen, zum einen, dass ich es schon mal gemacht habe und wieder vergessen habe. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, ich habe recht früh die Meldung bekommen, bau bloß nicht das Fernglas, das ist nutzlos. Da. Und ich habe es dann tatsächlich auch gelassen. So. Kein Bär zu hören, sehr gut. Was haben wir denn? 68, das ist auf jeden Fall noch zu wenig.
Wir haben auch noch einen Talentpunkt. Dann haben wir fast alles auf Maximum. Stein wiegt weniger. Reduzierte Nachteile. Mehr Steine. Holz wiegt weniger, komm. Immer noch ein Wolf. Wir gehen mal hinten an die Felswand, schauen mal, ob da ein bisschen was zu finden ist, denn ich bin jetzt bei... Was ist denn hier los? Großer Wolf-Treffpunkt. Ich hätte gern meinen Pfeil wieder. Nichts weiter da, so wie es aussieht. Wir machen mal so einen Bogen da hinten rum und dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Schwefel finden. Ich muss eh ein bisschen Zeug abwerfen, weil ich... Obwohl, das geht ja auch noch. Das kann raus. Ja, das ist okay. Ja, das ist ja fast schon eine Seltenheit geworden hier. So. Je mehr ich das spiele, desto mehr frage ich mich, ob die so ein bisschen die Echtheit der Zeit quasi so ein bisschen verplant haben oder ob das vielleicht Absicht ist. Was ich damit meine ist, um so einen Block Schwefel abzubauen, brauche ich mit der Stahlspitzhacke, die effizienter ist und so, was, 5 Sekunden. Um einen Handschuh aus Platingewebe herzustellen, brauche ich 1 Sekunde. Um dann allerdings, weiß ich nicht, Stahlschrauben oder so herzustellen, brauche ich 30 Sekunden, sage ich jetzt einfach mal, ich weiß es nicht genau, aber wisst ihr, was ich meine? Also, ich glaube, die haben da die Relation der einzelnen Aufgaben entweder nicht ganz durchdacht oder es war denen egal. Also ich weiß nicht, woran die das festgemacht haben, dass gewisse Sachen sehr viel länger brauchen, um hergestellt zu werden und andere wiederum gar nicht. Denn gemahlene Knochen beispielsweise mit so einem Handmörser ist halt, also das geht ratzfatz und ich denke aber im echten Leben wäre das unfassbar anstrengend und würde lange dauern. Keine Ahnung, ich irgendwie... Mein Gedanke endet da auch schon. Ich denke mir halt immer nur, mir fällt das nur immer mehr auf, dass ich dann denke, ach, dafür braucht er jetzt 1 Minute. Im Vergleich zu etwas, was im echten Leben lang dauern würde, geht hier unfassbar schnell. Also so ganz checke ich das noch nicht, wie die darauf gekommen sind oder wie die das, haben die gewürfelt oder... So, wie viel haben wir denn jetzt? Das könnte okay sein.
Denn das Häuten von einem Bären dauert eine Sekunde. Das Skelett zu tragbaren Knochen zu machen, dauert beim Bären jetzt mit dem Eisenmesser 3 Sekunden. Keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr da eine Antwort drauf? Ah, euch habe ich ja ewig nicht gesehen. So, dann schauen wir mal, ob das jetzt reicht für ein bisschen Munition, sowohl fürs Gewehr als auch Schrotmunition. Die Schrotmunition. Warte mal, für die Schrotmunition brauche ich diese Schrotpatronen, also die Hülsen quasi. Und dann muss ich ja noch Schrotkugeln machen, die hier aber auch Schrot. Oder, warte mal, ist das beides das gleiche mit einem anderen Wert vielleicht? Schrotmunition. Und was ist das hier? Schrotflintenmunition. What? 00 Schrotmunition. Schrotflintenmunition. Für die Schrotflintenmunition brauche ich aber 00 Schrotmunition. Das macht aber auch schon Damage. Hä? So, hau das mal rüber. Wir schauen hier nochmal eben rein. Gut, Epoxid, das haben wir da. Und jetzt fehlen uns noch, wie viel waren das? Noch 12 Titanblöcke. Ah, wie praktisch. So, ein Gewehr dauert 3 Sekunden. Schießpulver ebenfalls. Ah. Könnte man sich ja fast überlegen, diese Upgrade-Werkstatt zu bauen. Ich glaube, das habe ich gar nicht freigeschaltet. Ist das hier? Trophäen. Ach so, wollen wir nicht mal die Teppiche angucken? Basic Rockset hier. Also nicht Rockset, Rockset. Tatsache, und da kann man dann aus verschiedenen Tierfällen eben einen Teppich machen. Wie gesagt, halte ich jetzt gerade für Quatsch, für so 2 Tagesmissionen, wo danach alles verloren ist, aber dann ab dem 24., wenn man tatsächlich wirklich ein Haus baut, wo man die ganze Zeit bleibt, worauf ich mich sehr freue, und dann wird das vom Spielgefühl her halt auch anders sein, weil ich dann nicht sage, naja, das Dach, das muss jetzt nur kurz halten, bis die Mission fertig ist, sondern man sagt, dann soll ja auch schön sein, hier bleibe ich, dann ist natürlich auch ein Teppich schön. So ist nicht. Aber eins nach dem anderen. Kleines Holzschild. Set von Steinstatuen. Verstärkte Leiter. Ach, das seht ihr nicht. Ah, doch jetzt. Hm. Giftpfeil, Bodenfackel. Hier die Umbaubank. Umbaubank. An der Bearbeitungsbank. Sollen wir das mal probieren? Gott. Hier. 24 Eisenbarren.
Eine Sekunde. Dann haben wir eine ganze Bank gebaut. Sehr schön. Ah, beste Funktion. Was ist denn hier los? So. Der nächste große Sturm ist nicht mehr weit und ich werde dann vermutlich hier sein. In der letzten Folge lief es ja wirklich gut. Einfach ein bisschen entfernt sein und dann nimmt das Haus quasi keinen Schaden. Ich habe eure Kommentare dazu noch nicht gelesen. Kann sein, dass ihr schon geschrieben habt. Ja, das ist so, der Sturm ist bei einem oder so. Aber habe ich mich auf jeden Fall darüber gefreut. Das war eine schöne Überraschung. Ich meine, ich hätte so viel Arbeit gehabt, wenn das alles hier kaputt gewesen wäre. Und hier, das ist ja wirklich mickrig im Vergleich. Wir haben da noch ein bisschen Platz für die Umbaubank, ne? Könnte man fast machen. Komme ich da noch rein? Ah, guck mal hier, ideal. Super. So, wie war das denn hier nochmal? Genau, das sind die Dinger. Werkzeug, Fernwaffen. Komm. Ah, sehr schön. Oh Gott, das ist aber jetzt nicht sortiert, ne? Titanblock, ich glaube fast, Titan ist durch. Ja. ...20% Zielgeschwindigkeit, mehr Zoom, zwei Stahlbarren und einmal Glas. Okay, so. Und zweimal Stahl. Was haben wir denn hier? Reparaturgeschwindigkeit, Zubehörteil Gold, gewährt Goldschmied 1, wenn an einen Gegenstand angehängt. 25% Ertrag durch Abbau von Gold. Krass, das ist viel. Das hätten wir. Hier kommt jetzt das rein und das da und dann, Alter. Sehr gut. Das ist schon mal ein Vorteil. 20% Zielgeschwindigkeit. Wenn mich da die Bestien überfallen. Schauen wir nochmal rein. Gut, das mit dem Gold, das brauche ich jetzt nicht. Aber gut zu wissen. Gewährt Jäger 1, wenn er einen Gegenstand hat. 20% Ertrag durch Häuten von Leder. Oh, das ist ja wirklich... Das sind ja wirklich gute Vorteile. Knochen... Das ist ja fast wert, das zuerst zu bauen, alle Upgrades zu bauen und dann je nachdem, was man braucht, das Teil anzu. Jetzt 25% Ertrag für Titan, was so selten ist. Gesundheitsregeneration in Höhlen, 25% Lungenentzündung zu widerstehen. Was gibt's sonst noch? 5 Widerstand gegen Aussetzung. Klettergeschwindigkeit.
Oh, das finde ich gut. 4 Stahl, 8 Leder. 4 Stahl, 8 Leder. So, da haben wir dann 5 Kilo Gewichtskapazität mehr und 2 weitere Anzugslots. Schauen wir mal. Das heißt dann. Das kann ich an die Arme anbringen. So, das Ding da rein. Und jetzt hängen da so riesen Taschen an meinen Armen. Das ist echt praktisch. Super schwer. Finde ich wirklich gut. Finde ich wirklich gut, diese Upgrades. Und die kosten nicht viel tatsächlich. Die Werkbank herzustellen war jetzt nicht so ein Riesenaufwand. Ich glaube, ganz am Anfang wird es nichts. Aber so nach einer Stunde oder so, wo man ein bisschen was gesammelt hat, könnte das durchaus funktionieren. 2 dazu und hier nochmal 5 on top. Und hier kann man ja dann nochmal mehr einsetzen für was auch immer man haben möchte. Kalibrierter Griff, Ausdauerverbrauch durch Aktion mit Werkzeugen. Hier mit der Vergiftung und so weiter finde ich nicht schlecht. Was war es noch? Leder. Gummiarmierung. Widerstand gegen Fallschaden. Gewährt Wüstennomade. Minus 10 Wasserverbrauch. Da wir in die Wüste gehen, minus 10% Wasserverbrauch ist gar nicht verkehrt, finde ich. Dafür, dass man das einfach so attachen kann. Wie man so sagt, gefällt mir das schon ganz gut. So. Nee. So. Nee, was? Hä? Lass mich raten, bei den selbstgebauten Helmen geht das nicht. Nee, ah, der Slot hier fehlt, alles klar. Ja gut, dann hauen wir das einfach mal so rein. Obwohl, nee, gib mir das mal hier rüber. Ah, ja, okay. Also dieser Mod-Slot fehlt da quasi. Dafür braucht man dann selbstgebaute Sachen. So, Schießpulver haben wir das jetzt fertig. Haben wir. Wir machen gleich nochmal so viel. Und dann stellen wir das hier her. 14. Woran mangelt es hier? Epoxid. Ach, wir haben nur 6-mal gemahlen. Naja, mach mal. Das hätten wir. Und daraus wird das. So. Kupfernägel, mehr von allem so ein bisschen. Das dauert 6 Minuten. Hier haben wir noch mal 100. Pulver. Ja, komm. 10 Schuss sind 10 Schuss. Hier haben wir jetzt nochmal 65 insgesamt. Jetzt sind wir bei
einer Zahl, die man nicht genau, 6 von 113, vermute ich mal, steht da. Sehr schön, so, das kann rüber. Das kann dahin. So. Nochmal 4 Schuss on top. Und ja gut, Epoxid, wie lange dauert das? So lang. So, sind wir denn soweit? Ich bin gar nicht so sicher. Wir haben die Schrotflinte. Perfekt. Ich muss jetzt einmal schießen, weil ich es probieren möchte. Ja. Ach nee, warte mal. Das ist ja, glaube ich, Quatsch. Die muss ich ja gar nicht mitnehmen. Was ich haben möchte, sind diese Igel. Denn die Dinger können ja nur an die Palisade angeheftet werden. Die Dinger hier brauche ich. Holz und Seil. Also, wir ziehen los. Wir haben ein bisschen Platz, das ist schon okay. Dann holen wir ein paar Fasern für die Seile, ein bisschen Holz und dann bauen wir uns so ein paar kleine Igel. Die stelle ich dann um diesen Scanner natürlich drumherum. Und wenn mir das 3 Sekunden extra Zeit gibt und die Tiere nehmen ja auch Schaden dadurch, dann könnte das schon ein Vorteil sein. Niemand zu sehen, sehr schön. Und Holz wiegt ja jetzt auch weniger im Inventar. Das war ja einer der Talentpunkte gerade eben. Aha! Ich wollte gerade sagen, diese 1% Chance habe ich noch nicht gehabt, aber da hatten wir sie. Ein Schlag, der ganze Baum ist weg. Sehr schön. So, das bringen wir erstmal weg. Und dann kommen wir hier an die gleiche Stelle und besorgen ein bisschen ein paar Fasern. Und dann weiß ich nicht, wie viele Igel man baut. 5, 6 vielleicht, um so einen kleinen Kreis zu bilden. Ich weiß nicht, wie gut Tiere dazwischen durchkommen, wenn da so eine Lücke ist. Da ist ja auch jedes Spiel anders. Manchmal glitschen Feinde ja dann da so ein bisschen durch, wenn das nicht irgendwie da so im Schulterschluss quasi aufgebaut wird. Aber ja gut, die paar Seile, das reicht nicht. Dann machen wir es so.
so 1000 Fasern, ich schätze, das reicht. Also wie gesagt, für so 5, 6 müsste das eigentlich so passen. So. Brauchen wir 4 Seile für eins und 60 Holz. Ja, das reicht. Das reicht doch. Panzerbrechende Gewehrmunition. 250er Schaden. Und wir machen aktuell 300. Was? 100% Chance, dass das Projektil kaputt geht. What? Oh, es geht zu 100% kaputt? Na dann. Rüstungsbrechende Pistolenkugel. Nehmen wir mal. Wie können wir das jetzt auswählen? Munitionstyp. Panzerbrechende Gewehrmunition. Mal schauen. So, noch 40 Sekunden. Oh Gott. Haben wir die Torbefestigung, die wäre natürlich hilfreich gewesen. Wobei, es ging auch so, aber... Kleiner Sturm. Zeig mal her. Ach Gott, ja doch, die sind ja doch viel kleiner, als ich dachte. So, und so müsste das doch eigentlich reichen, oder? 2, 3, 4, 5, 6, ich nehme mal 10 mit. Nehmen wir 12, und das sollte eigentlich passen. Passiert hier eigentlich noch was? Ja.
So, jetzt kommt der schlimme Teil vom Sturm. Sehr gut. So, dann baue ich mir eben noch die Lampe und dann haben wir eine bessere Lichtquelle für die Höhle und auch dann für was immer da auf mich wartet. Ah doch, hier ist ja noch Platz. Genau, Tierfett, rohes Fleisch einfach nur. Bisschen Epoxid. Ah, Mist, da haben wir nicht genug. So. Alles klar. Das hätten wir. Ist das hier... Haben wir ein bisschen was zu essen? Ja, das sollte reichen. Das Ding kann da rein. Wir haben diese Dinger. Die Steine können gerne hier bleiben. So, ein paar Barren kommen zurück. Das hier kommt ebenfalls zurück. Und Epoxid. Adios. Ein bisschen mehr Schrotmunition vielleicht. Wobei jetzt nur so zum Ausprobieren sollte es eigentlich reichen, oder? Zwei Dinge, Verband und es wird dunkel. Was brauche ich hier für ein paar Knochen? Okay.
Na, der schwere Sturm macht mir ein bisschen Sorgen. Bin nicht sicher, was dann da passiert. Der nächste Versuch. Möglicherweise muss ich dann doch noch mal irgendwie ein Gesundheitstonikum herstellen oder irgendwas. Aber jetzt im Moment versuchen wir es mal so. So, genau, ist mal ein bisschen was. Sehr gut. Ich hoffe, dass ich auf dem Weg dahin nicht zu vielen Feinden begegne, wollte ich gerade sagen. Alles gut, alles gut. Soweit so gut. Da vorne ist es schon. Wenn ich Glück habe, kommt der sehr schwere Sturm dann, wenn ich tatsächlich hier bin oder sogar noch weiter weg. Und wenn ich nochmal Glück habe, dann passiert der Hütte tatsächlich auch nichts. Möglicherweise brauche ich die Hütte auch nicht mehr. Das ist aber so ein bisschen abhängig davon, wie das hier jetzt mit diesen Stacheligeln funktioniert und wie gut ich treffe und dies und das. So, da drüben sehen wir schon den Punkt. Ich schau mal, dass ich hier ohne Aufmerksamkeit zu erregen rüberkomme, um die Igel aufzustellen. Na, die muss ich nochmal umstellen. Den hier zumindest. Na, nee, noch einen vielleicht. Den hier noch. Ein bisschen schmaler. Ich wollte mir zwar ein bisschen Platz lassen. Zum einen können wir das hier mal nehmen. Aber ich schätze fast, dass das reicht, oder? Oh, wie schön. Also furchtbar, aber schön. Da lacht er drüber.
keine Chance. Wie soll ich das denn schaffen? Keine Chance. Keine Ahnung, wie das machbar sein soll. Also diese Igel sind schon mal... Keine Hilfe. Ah, der ist einfach durchgelaufen. Der hat gesagt, was ist das denn hier? Ciao. Das ist ja ungeheuerlich. Keine Ahnung. Also muss ich hier erst eine Palisade drum bauen oder was? Aber auch die wird die nicht aufhalten. Keine Ahnung. So, warte mal. Das ist noch nicht ganz kaputt. Es ist also durchaus noch machbar. Ich muss mich nur erstmal kurz erholen. You'll need to get in range. 90% abgeschlossen. Get back in range of the scanner. Das gibt's doch gar nicht. Ist ja unfassbar. Hm, immerhin. Ich weiß es nicht. Hau ab. Ihr Schuss. Tja, also beim besten Willen, das wird, glaube ich, einfach zu schwer. Ich könnte es nochmal mit den Palisaden probieren, aber alles in allem... Also ich meine, das Gute ist, der Scan-Fortschritt, der bleibt bestehen. Jetzt sind wir bei 90%. Der Aufwand, das jetzt nochmal zu machen, ist nicht sonderlich hoch. Man muss ein bisschen mehr Munition nochmal und dann ansonsten ein paar Palisaden. Die habe ich ja schon da mit den Stacheln und dann probieren. Aber ich habe gedacht, diese Igel halten was aus, aber das tun sie nicht. Die halten gar nichts aus. Da ist der einfach so durchgerannt. Das heißt, das können wir auf jeden Fall lassen mit denen. Und die Krokodile sind halt das Problem, ne? Hm. Was machen wir da, Leute? Was machen wir da? Ich hau hier auf jeden Fall erstmal ab. Prospector,
Need you to get back to the radar. Wie gesagt, das ist der erste von drei Punkten. Wir haben hier... Oh, Junge. Ah, 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 ah. Aber Stufe 50. Wer ist er denn jetzt? Schrotflintenmäßig kann ich gar nicht sagen. Habe ich gar kein Gefühl für entwickelt jetzt irgendwie. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass da nichts angekommen ist beim Schießen. Ich denke aber, der einzig realistische Schutz sind tatsächlich die Palisaden mit den Stacheln dran. Also wenn das nicht funktioniert, dann habe ich keine Lösung, weil das sind so viele und ich muss ja im Scan-Gebiet bleiben und wenn ich nicht im Scan-Gebiet bleibe, greifen sie den Scanner an. Also schwer zu sagen. Aber wir sind bei... Wir sind bei 90%. Das ist wirklich gut. Das finde ich wirklich gut, dass gescannt wird. Warte mal, da kommt was, ne? Dass ich da fortfahren kann. Problematisch ist natürlich, dass ich jetzt zur Landekapsel... Wobei, problematisch. Es dauert halt 10 Minuten, aber... Ja, die Krokodile sind das tatsächliche Problem. Die halten so viel aus. Panzerbrechende Munition habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass die irgendeinen Unterschied gemacht hat. Ich vermute, die hat einen bestimmten Zweck und wahrscheinlich gegen den Wurmboss oder irgendwie sowas. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die mir gegen Krokodile mehr geholfen hat. Im Gegenteil, das eine Krokodil, was ich jetzt gerade erledigt habe, da habe ich so gedacht, okay, das sind die richtigen Patronen, die ich brauche, die ich jetzt drin habe. Keine Ahnung, 90% und zwei weitere Scan-Punkte. Ich kann leider immer nur einen Scanner aus der Landekapsel nehmen. Ansonsten würde ich sagen, ja, hole ich gleich 5 oder 6 direkt in meine Hütte, was aber auch nicht geht. Selbst wenn ich mehr rausnehmen könnte, denn ich kann immer nur einen mit mir tragen. Und das ist jetzt halt so ein Punkt, wo ich mich frage, lohnt sich der Aufwand jetzt für 375 Rennen, um den Aufwand hier zu machen. Klar, Bonus ist, ich selbst bekomme Spielerfahrung für mich als Spieler, wie ich hier sitze und kann ein paar Sachen bauen und so weiter und ich level natürlich auch. Oh oh. Nee. Aber ist es das wert? Das ist die große Frage, finde ich. So, das ist das Ding. Denn die Zeit zum Aufbauen von irgendeiner Art von Mauer oder so, die habe ich ja. Also die lassen mich ja quasi in Ruhe. Da ist ja nichts los.
Aber ich werde es einfach probieren. Ich werde schauen, ob das jetzt tatsächlich einen Unterschied macht. Also wie gesagt, diese mittelgroßen Holzigel, das ist nichts. Das mag gegen, weiß ich nicht, gegen einen Fisch helfen, aber nicht gegen das, was ich da antreffe. Also wie dieses Krokodil, der einfach so durchspaziert, da dachte ich auch so, oh, jetzt wird's traurig. Die Dinger sollten ein bisschen mehr aushalten. Haben wir hier nochmal Stacheln dran? Nee, ne? Hm, mal komm. Wir nehmen es einmal mit. So, wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben 10 davon und 7 davon. Okay. Nehmen wir mal 2 mit und holen wir noch ein bisschen Holz. Bauen hier und da noch eine Rampe. Eine Rampe. So, was macht der Zustand von dem Zeug? So richtig viel Schaden habe ich nicht genommen. Also schon gesundheitsleistenmäßig, aber man kann da recht schnell weg. Die Krokodile sind glücklicherweise nicht super schnell. Pumas hingegen schon. Wir gehen mal auf Kampf und schauen mal, ob ich hier schusswaffenmäßig irgendwie noch was verbessern kann. Wir haben höherer Schaden mit Gewehren, das kann ja schon mal nicht schaden. Reduziert das Streufeuer. Chance, die doppelte Menge an Munition herzustellen. Wir machen mal mehr Schaden. Und das Ding muss ich auch reparieren. Haben wir noch? Haben wir nicht mehr. Oh nein. Das heißt, ich muss nochmal Titan besorgen, das Gewehr reparieren. Und dann schauen wir mal. Dann probiere ich es noch einmal mit den Palisaden. Und dann, wenn es dann nicht klappt, dann breche ich die Mission ab. Weil das wird dann einfach zu schwer. Vielleicht ist schwer hier auch einfach zu schwer. Müssen wir schauen, aber Stufe 50, yippie, wir sehen uns beim nächsten Mal mit Icarus. Ciao.